Hallihallo Leute, hier ist euer Tibar, aber nicht in gewohnter, euphorischer Manier, sondern in etwas bekümmerter, trauriger Manier, denn ihr seht aktuell einen schwarzen Bildschirm und nicht Far Cry 4. Das liegt daran, dass Fraps, warum auch immer, ich weiß es nicht, den Ingame-Sound nicht mit aufgenommen hat. Es ist wunderbar. Ich könnte mich gerade die ganze Zeit nur darüber aufregen. 2,5 Stunden habe ich aufgenommen und ihr werdet also in den nächsten ungefähr 8 Parts wahrscheinlich dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr keinen Ingame-Sound haben. Ich habe überlegt, ob ich das so wie à la Gronkh irgendwie so ein bisschen nachvertone. Es ist dann aber doch ein ganz schöner Aufwand und ich bin jetzt auch einer, der ja nicht immer so viel Zeit hat. Ihr merkt das ja, dass ich schon immer versuche, so gut wie möglich jeden Tag ein Video hochzuladen. Und das aber schon alleine da noch schwer ist, plus dann noch nachvertonen, ist dann noch schwieriger. Also ihr müsst bitte damit leben, dass ihr keinen Ingame-Sound habt. Untertitel sind ja da. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel Spaß bei der Aufnahme. Ich bin's, euer Tiber. Bis dahin. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry Primal. Ich bin's, euer Tiber, und wir sind mittendrin, statt nur dabei in der Steinzeit. Und wie so oft bei einer kleinen Einleitung zu Beginn einer neuen Aufnahmesession, während ich mich gerade an einem Lagerfeuer befinde, schauen wir doch gerade mal, was sich so getan hat. Denn ich habe natürlich wieder offscreen ein bisschen weitergespielt. Hatte ich am Anfang des Let's Plays erwähnt, dass ich nicht wirklich alles zeigen werde, weil da sind so kleine Dinge, so wie Nebenmissionen und auch hier das Herstellen und das Sammeln der ganzen Rohstoffe, das würde dann im Endeffekt auch einfach ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Also klar mache ich das nicht komplett offscreen, aber so ein, zwei Dinge, damit das einfach leichter von der Hand geht. Und zwar habe ich hier so ein bisschen was gesammelt. Kann jetzt den Jägergürtel hier nochmal verbessern. Da können wir dann anstatt 4, 6 Stachelbomben tragen. Ja, naja, brauche ich jetzt nicht wirklich. Das können wir aber machen. Fallen herstellen. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich die Tobsuchtbitter nicht mehr herstellen kann. Ist ja cool. Jedenfalls können wir dann dadurch Fallen platzieren, müssen aber, glaube ich, dann nochmal bei Woga eine Mission machen, dass wir das auch alles anwenden können. Ansonsten hat sich bei den Fähigkeiten auch ein bisschen was getan. Hocksprinter habe ich jetzt noch dazu gelernt, dass ich mich in der Hocke schneller bewegen kann. Was natürlich für das Anschleichen echt gut ist. Ich weiß gar nicht genau, leiser Sprint habe ich, glaube ich, auch gemacht. Endloser Sprint, boah, naja, brauche ich dich. Finde ich, brauche ich irgendwie nicht so. Die Sammelfähigkeiten interessieren mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Hier habe ich nochmal die Eulen aus Ruhzeit 1 gemacht. Hier kann ich meine Eule von 80 auf 65 Sekunden aus Ruhzeit runtersetzen. Und dann haben wir nochmal den mächtigen Angriff, der sogar ganze 3 Fähigkeitspunkte verbraucht. Den können wir doch, glaub ich, auch gerade mal lernen. Warum auch nicht? Ist doch eigentlich ganz nützlich und hier können wir sogar nochmal die Zeit verringern. Dann spare ich mir aber im Endeffekt dann doch lieber ein paar Fähigkeitspunkte und warte, bis wir hier ein paar Handwerksfähigkeiten durch Woga bekommen. Beim Dorf hat sich auch ein bisschen was getan. Ihr seht schon, hat sich dann doch wieder eine ganze Menge getan. Wir können jetzt Karus Hütte nämlich bauen. Und das war natürlich ins Dorf. Das machen wir dann halt noch später. Hier hat mir noch das Wolfsfell gefehlt. Und das ist immer so eine Sache mit dem Tiere jagen, dann sind sie mal nicht da, dann sind sie da. Und das ist immer so ein bisschen auf gut Glück. Genau. So, dann ist mein Ziel jetzt für die Aufnahme, ein bisschen mehr den Süden abzuchecken. Ich kann euch ja mal die Karte zeigen. Und ihr seht, dass ich im Norden dann doch schon ein bisschen mehr entdeckt habe mittlerweile. Hier und da mal unterwegs gewesen bin und auch den einen oder anderen Außenposten gemacht habe. Hier zum Beispiel, ah ne, ist ja noch ein unbekannter Ort, aber hier irgendwo habe ich dann Außenposten gemacht, da irgendwo war einer. Genau, und jetzt möchte ich halt ein bisschen den Süden abchecken. Ihr seht, da ist im Gegensatz dazu der Süden noch ziemlich unerkundet. Von daher würde ich in dieser Aufnahmesession zu Jaima, die Jägerin, gehen. Hier machen wir am besten noch den Außenposten. Da habe ich extra für die Aufnahme drauf gewartet, weil der so cool auf einer Insel liegt. Das ist, glaube ich, ganz spannend, den einzunehmen und mal in diese Nische hier reinzugehen. Das wird, glaube ich, auch ganz interessant. Zumal wir nämlich auch fürs Handwerk Südahorn und Südsteinstaub brauchen, um unsere Waffen zu verbessern. Also hat das gleich was doppelt Gutes. Ich setze mir einen Wegpunkt und dann geht's auf. Bin ja mal gespannt. Also die Jägerin habe ich jetzt mit Absicht ausgelassen, weil mich das eher weniger interessiert als zum Beispiel Karush, wo man dann so Takedowns lernt und so. Das ist für mich eher dann doch nützlicher. Oh, wie sind die Udam? Sehen Sie mich hier fast? Und hier unten lauert schon ein Tier.
So, tot, Junge. Und tot. Das ist ein Löwe. In your face. Ey, gib mein Speer wieder her. Da läuft er. Laufen wir jetzt einfach mal hinterher. Das ist eh unsere Richtung. Zack. Und da bist du tot, Junge. So schnell geht's. Speer in Kopf, Pfeil in Po. So. Dreimal Knochen kriegen wir hier. Ein bisschen Tierhaut. Ein Speer. Letzte Keule, die wir hier gerade ausgewählt haben. So, mit der Tierhaut können wir noch jetzt bestimmt... Ah, da fehlen sie jetzt noch ganze drei weitere. Okay, das ist ein bisschen ärgerlich. So, da hinten sind wieder Udam. Boah. So, die kämpfen jetzt gerade wieder. Da mische ich mich gerade mal ein. Headshot. Headshot. Oh. Oh, ist ja ein freundlicher. Ah! Hab einen Dorfbewohner verloren. Scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich dachte, wenn da so ein X auftaucht, dann kann man irgendwie nicht schießen, dann ist das so geblockt oder so. Kennt man ja manchmal aus COD. Aber das ging ein bisschen nach hinten los. Upsala, es tut mir leid. Scheiße, er ist mein umgebracht. Südpurpurblatt. Auch noch nie gefunden. Seht ihr? Da ist man dann schon mal im Süden und entdeckt gleich 10.000 neue Sachen. Ja, da sind wir ja schon. Bei Jaila hieß sie, glaube ich, der Jägerin. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Auf der Jagd. Ich spüre den Bären auf. Ja, jetzt haben wir hier einen auf Großkotz gemacht und müssen jetzt die Eiler zeigen, dass wir es auch wirklich drauf haben. Wir sehen hier schon die Kratzspuren des Bären. Und ich gehe mal kurz in diese Höhle rein. Vielleicht ist das sogar der richtige Weg. Nein, Missionsgebiet wird verlassen. Okay. Weil hier nämlich da, ihr seht es auf der Karte, die Daishas Hand noch zu finden ist. Also so ein kleines Gimmick. So, wir sehen hier die schönen großen Tatzen. So, und ich mache gerade mal das Feuer an. Ich weiß, es ist eigentlich blöd, wenn wir uns da jetzt anschleichen sollen. Aber sonst kommen hier die ganzen Wölfe und dann sind wir tot. Ich höre jetzt schon irgendwas. Siehst du, so ein scheiß Löwen. Verpiss dich! Aber ich zünde dich an, mein Freund. So, immer weiter geradeaus. Mann, der gibt doch keine Ruhe, ne? So. Immer schön mit dem Feuer hinhalten. Ich weiß gar nicht, wie lange so ein Speer brennt. Eigentlich müsste der fast länger als eine Keule brennen. Aber man weiß es natürlich nicht. Sind hier schon zwei Löwen? Scheiße. Eigentlich sollte ich doch gegen den Bär kämpfen. Checkpoint, habe ich gerade gesehen. Lalalala. Ich gehe mal gerade auf die Keule. Mehr, da kämpfe ich ja nicht so oft wie mit einem Speer. Das heißt, wenn ich die Keule verbrenne, ist es für mich zumindest nicht ganz so schlimm. So, hier finden wir gerade glatt was. Ah. Waben von einem Bienenstamm. So, jetzt jagt er hier Wildschweine. Ich verpiss mich mal.
So, da sind die Tatzen. Da vorne ist noch irgendwas Gelbes. Okay, ah, nochmal Bienen. Bienenwaben. So, ich konzentriere mich gerade so ein bisschen. Finde auch die Atmosphäre ganz cool, deswegen sage ich gerade nicht so viel. Ist mal cool, hier so durch die Nacht durch den Wald zu laufen. Okay, er ist nicht nur Honig. Ach du Scheiße, ey. So, durch das Schleichen sich jetzt irgendwie gar nichts mehr, weil er sich irgendwie die Fackel vors Gesicht hält. Da hinten ist ein Wolf. Da sind nochmal Blutspuren. Da ist ein Löwe. Hier hört das irgendwie auf. Ah ne, hier geht's runter. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Dass die Löwen immer für ein Problem haben. Meine Fresse. So, jetzt gehen wir nicht in die Höhle des Löwen, sondern in die Höhle des Bären. Denke ich mir mal so. Wir können jetzt immer weiter in sein Territorium. Ist denn die so schwarz? Gott, Alter. Ich höre hier nur Wölfe und Löwen und nur Raubtiere. Eine Fresse. Nachts unterwegs zu sein ist echt nicht ungefährlich. Geh weg. Geh weg. Gehst du weg? Mein Gott, was ist das für ein langer Weg zu dem Bär? Kein Wunder, dass sie den zwei Tage lang gesucht haben. Ich habe da hinten irgendwas angezündet. Scheiße. So, wieder Raubtiere, die hier durch die Gegend streifen. Und hier liegt wieder ein Toter. Bär greift schnell an. Mann, ey. Das sieht ja auch gesund aus. Ah, da ist ein fehlender Arm, sehe ich gerade. So, hier ist auch nochmal Blut. Ist der durchs Wasser gegangen? Und klar, Bären können schwimmen, aber das verleitet einen Bären dazu. So, das nehmen wir nochmal mit. Was ist da hinten? Ist das ein Nashorn? Nee. Oder ist es der Bär? Da ist wirklich ein Nashorn, ne? Ja, das ist ein Nashorn. Okay, es wird jetzt auch wieder Tag zum Glück. Mit einem Nashorn möchte ich mich jetzt auch sehr ungern anlegen. So. Na, komm schon. Jetzt. Okay. Da hinten sind nochmal Wölfe und nochmal Nashörner und Löwen. Das ist ja meine Güte. Und eine weitere Leiche. Ach du Scheiße. Jetzt finde ich den Bär. Okay. Wir sind also nicht weit weg. Und tut mir leid, wenn ich gerade zwar nur so kurze Sätze rede und nicht viel rede, aber ich weiß irgendwie nicht so wirklich, was man dazu kommentieren kann, ne? Wenn man auf der Fährte ist, dann redet man ja meist auch nicht so viel. Sondern ist ganz bedacht und konzentriert auf die Jagd. Und der schöne Wind, der hier durch die Gräser streift, sie in Bewegung versetzt. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Guckt euch das an. Oh, wie krass. Cool. Nice. Südsteinstaub. Yeah. So, wer, wo bist du? Ich finde dich.
So, dann kommt ja noch der Kampf. Der Weg dahin ist ja das eine. Und der Kampf ist das andere. Kann also lustig werden. So. Nochmal einsammeln hier. Ah, hier sehe ich den gelben Bereich auf der Karte und Kratzspuren an diesem Baumstamm. Also irgendwo in diesem Bereich muss er sich befinden. Starkkieferhöhle. So, da haben wir einen Bären. Jetzt mache den Jägerblick und sehe, er ist ganz gelb. Tja, achso, da verfolge die Fährte der Beste mit dem Jägerblick. Seltene Tiere hinterlassen ebenfalls eine Fährte. Scheint der also zu sein. Erlege den Bären. Tja, wenn man jetzt einen Takedown machen könnte, wäre cool. Problem ist nur, ja. Das geht nicht. So, ich greife ihn einfach mal an mit meinem Speer. Ich kann jetzt keinen weiteren herstellen. Ist der schnell. Zack. Auf die Mütze, Junge. Und schnell heilen, schnell heilen, schnell heilen. Rennen. Zack. Fuck, ich habe kein Hartholz. Ach du Scheiße. Oh Gott. Zum Glück bin ich gerade noch weggerannt und konnte ihn mit einem Kopfschuss dann erledigen. Oder erlegen, besser gesagt. Oh. Huh. Fleisch, Knochen, Tierfett, Tierhaut. Boah. Finde den Jäger. Guck mal jetzt gerade, ob hier noch irgendwo mein Speer oder sowas liegt. Okay, wir haben immerhin ein Speer wiederbekommen. Oh, was ist denn hier für eine coole Höhle? Achso, hier ist der Jäger. Ah, alright. Die sieht ja krass aus. Die graue Jägerin. Erfolg freigeschaltet. Yeah! Auf der Jagd abgeschlossen. Und wir haben jetzt die Jägerin in unserem Dorf. So einfach geht das. Ja, das ist natürlich easy. Cool. So, und das ist irgendwie nice designt hier mit dem Blut im Wasser, auch wenn das natürlich recht brutal aussieht. Wie der Hirsch da liegt, aber wie gesagt, trotzdem ganz cool gemacht. Hier kann man nochmal Knochen aufnehmen, glaube ich. Und die wieder eine schöne Höhlenmalerei. Mit dem großen Bären. Und die Krieger, was ziehen die sich denn so hinterher? Sieht so aus wie Sklaven, so wie Ketten zwischen denen. Hier ist so noch so ein Waldstück oder so. Und hier vielleicht ein Dorf, so ganz viele Menschen. Keine Ahnung. Ob der Bär die Leute zum Dorf treibt, weil die Angst haben? Ich weiß es nicht. Ich kann sowas nicht lesen, weiß ich auch nicht. Ich bin kein Steinzeitforscher. Auch wenn mich natürlich die Geschichte doch schon sehr interessiert, also die Geschichte der Menschheit. Finde das auch, sollte man schon wissen, was die Menschen früher so gemacht haben, wie wir eigentlich, Mann, nervt zu nerven, wie wir eigentlich zu dem geworden sind, was wir sind. Nämlich eben durch die Menschen, die früher so einiges erschaffen haben und gebaut haben und entdeckt haben. Sonst wäre das heute alles gar nicht so möglich. Oh, was denn jetzt schon wieder? Mann! Geh mal nicht auf Puffer, Junge. In dein Anus. Ich habe das Gefühl, dass der Speer macht mehr Schaden, wenn man den wirft. Jetzt rennt er weg, weil er Angst hat. So, ich werfe meinen letzten Speer jetzt hier nicht. So, da hinten ist eine Wendeereignis, Verteidigung. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Schnellreise in mein Dorf. Denn dann können wir uns erstmal die neue Hütte von der Jägerin angucken und dann auch gleich mal die eine Hütte aufbessern. Da habe ich ja nämlich die ganzen schönen Rohstoffe gesammelt. So, im Ladescreen niedrige FPS. Fragt mich nicht warum. Jetzt fängt sie sich wieder
So, da sind wir. Ah ja, ist das schön in unserem Zuhause? Hallo. Kurzer Freeze. Was ist denn nur los? Zweimal Duckswell brauchen wir noch, dann können wir unsere Höhle auch nochmal upgraden. Und unser Dorf wird immer größer. 81er Bevölkerung haben wir jetzt schon. Eigentlich hat 82, wenn ich den einen da nicht umgebracht hatte. Es tut mir leid. Ah, und hier ist dann auch die Jägerin. Hallo. Aha. Was braucht man denn für ihr Haus? Ach, das können wir schon bauen. Auch gut. Braunbärenfell brauchen wir eins. Ich habe 10. Klar. Dreimal Schilf, 4 Schiefer. Aber haben wir alles en masse da. Ich wollte dann aber trotzdem erstmal die eine Bude hier von Karouche bauen. Da oben ist er. Weil er schon länger in unserem Dorf weilt und. Naja. Der ist natürlich dann zuerst dran in der Warteschlange. So. Karouche-Hütte wurde verbessert. Kriegerfähigkeiten, zweihändige Keule freigeschaltet und Winterkleidung. Ja, nice, Alter. Alter, ey, voll umgangssprachlicher Hip-Hop-Shit, Alter. Tut mir leid. Und eine neue Fähigkeit. Udam zertrampeln. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Ah, okay. Da ich jetzt gerade mal mit ihm geredet, weil. Die erzählen ja dann mal noch so ein bisschen, das fand ich immer ganz, oder finde ich immer ganz interessant. Haben wir gleich eine Mission gekriegt, dass wir Mammuts reiten sollen. Na, ja, das ist ja geil. Nice, wie in Far Cry 4 auf Elefanten reiten, nur jetzt auf Mammuts. Und jetzt blicken wir auf diesem schönen Aussichtsturm ins Tal hinab. Echt cool. Und ich denke mal, das Dorf wird wirklich noch größer. Ihr seht da unten so kleine Zäune. Wenn man dann so eine 300er Bevölkerung hat, dann werden da auch noch Häuser stehen. Finde ich auch ganz cool, so die Lage des Dorfes, so in dieser Bucht mit dieser U-Form. Echt gut gemacht, also auch gegen Angriffe gut geschützt. Zack. Dann auch leicht erhöht, also wirklich. Ja, was ist los? Wirklich eine coole Position. Für sein zweites Upgrade von Karouche-Hütte brauchen wir dann Nordton, Nordschwarzsterne und Streifenwolffell. Aha. Bevölkerung haben wir dafür schon reichlich genug. Okay.